Still und starr ruht der Salon. Licht an, damit es nicht für immer ausgeht. Eine ganze Nacht bleiben bundesweit viele Läden hell erleuchtet. Jeder kann nun sehen, was hier passiert. Gar nichts eben. Auch bei den Friseuren geht es im Lockdown ums blanke Überleben. Die Hilfen reichen nicht aus. Personal, Sozial, Nebenkosten, Berufsgenossenschaften. Also ich denke mir, bei vielen, bei 10-15% geht bestimmt langsam das Licht aus jetzt. Die Kunden kämen nur allzu gern. Im Internet blühen die Belege gescheiterter Selbstversuche. Klar, es sind nur Haare, aber die trägt man halt immer mit sich rum. Soll ich es mal kurz zeigen? Mehr schlecht als recht. Aber es geht alles ganz gut, doch. Zur Not will ich mir die jetzt auch ein bisschen länger wachsen lassen als sonst. Also, ja, ist so ein bisschen, wie soll man sagen, undefiniert, ne? Und sie alle werden noch warten müssen, denn auch das Schneideverbot geht in die Verlängerung. Besonders bitter, nach dem Frühjahrs-Lockdown im vergangenen Jahr hatten sich viele Friseure mit Hygienekonzepten gerade erst etwas Luft verschafft. Es geht einfach darum, gehört zu werden, auf die Probleme aufmerksam zu machen. Die Leute sind traurig, die Leute sind hilflos und viele sind auch in ihrer Existenz bedroht. Trotzdem gilt, wer sich frisurbewusst heimlich den Profi nach Hause holt, riskiert hohe Geldstrafen. Das wäre nicht nur ein Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung, sondern auch Schwarzarbeit. Für Friseurbetriebe heißt es also weiter durchhalten. Die einzige Hoffnung, nach dem Lockdown kommt jede Menge Arbeit auf die Fachleute zu.